erkläre dir das. Gebrauchsanweisung. Viele Menschen kaufen sich ein neues Produkt, von dem sie keine Ahnung haben. Sie wissen manchmal auch gar nicht, was man mit dem Ding machen kann, das sie gekauft haben. Aber das ist kein Problem. Jedes Ding hat nämlich eine Gebrauchsanweisung. Manchmal wundern sich die Menschen, weil sie die Gebrauchsanweisung gelesen haben und das Ding trotzdem irgendwie nicht funktioniert. Aber das ist klar, denn die Gebrauchsanweisung haben ja auch Menschen geschrieben, die das Ding gar nicht kennen. Gebrauchsanweisungen gibt es nur, damit man etwas zu lesen hat. Wenn das Ding nicht geht und man deshalb jetzt viel Zeit hat, dann hilft einem die Gebrauchsanweisung, dass man selber kreativ wird und sich überlegt, wie das Ding funktionieren könnte. Manchmal kommt man dort auf ganz neue Ideen und dann freut man sich umso mehr über das Ding. Manchmal ist eine Gebrauchsanweisung auch in einer lustigen Sprache geschrieben. Zum Beispiel steht dann da für ein Handy: Stellen Sie die Götze des singweisen Griffers zur Einstellung. Eine nette Singstimme wird verbeugen den anderen Teil auf den Telefon von Ihre geheime Unterredung. Und bei einem Fotoapparat sagt die Gebrauchsanweisung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Einstellungsschalter und den Zoom-Knopf benutzen, während Sie Ihr Auge am Sucher haben, damit Sie sich nicht versehentlich Ihren Finger ins Auge stecken. Wenn du das alles nicht verstehst, macht das nichts. Du kannst ja auch Siri oder Alexa fragen. Wie die funktionieren, steht in der Gebrauchsanweisung. Dein Bastian Rainer von Radio Raubhaus.